In Velen gibt es schon richtig starke Schwerter, haben viele Slots und Boni drauf, sehen dabei auch noch cool aus. Wo ihr sie herbekommt, zeige ich euch in diesem Video. Dranbleiben lohnt sich. Servus Hexer, heute bin ich für euch mit dem nächsten Witcher 3 Video zurück. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zur Open World und Rollenspielen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal gerne auf dem Kanal vorbeischauen. Sind schon einige Witcher 3 Videos draußen und werden auch noch mehr rauskommen. Heute möchte ich euch die besten Waffen in Velen zeigen, sogenannte Reliktwaffen. Geile Optik, sehr viele Boni drauf und natürlich auch Slots. Wenn ihr die Reliktwaffen aufsammelt, solltet ihr wirklich vorab einiges wissen. Erstens die Level mit eurem Level mit. Ihr könnt sie gleich am Anfang aufsammeln. Mit Level 3, 4, 5 oder zum Beispiel auch später mit Level 12 bis 16 oder noch später. Da gibt es nämlich eine größere Lücke in der Hexerausrüstung und da würde ich dann immer auf die Reliktwaffen zurückgreifen. Außerdem, wenn ihr sie euch holt, würde ich davor einmal speichern, denn sie fallen immer in unterschiedlichem Level. Wenn ihr Level 5 seid, können sie mit Level 5 fallen, aber zum Beispiel auch mit Level 3 oder 4. Und ich glaube, auch die Werte können sich ein wenig unterscheiden. Deswegen vorab abspeichern, die Waffe ein bisschen öfter holen und schaut einfach, was ihr am besten eben auf dieser Waffe rausbekommt. Bevor wir eintauchen, gibt es ganz noch die Info zum Gewinnspiel von meinem Partner Instant Gaming. Läuft aktuell, könnt ihr mitmachen. Ich denke, die meisten kennen schon. Ihr könnt euch einen Wunschartikel nach Wahl aussuchen aus dieser Liste. Link ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung oder ihr tippt einfach was anderes ein. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel COD, Klassiker teilnehmen und mit etwas Glück gewinnt ihr das Dezember-Gewinnspiel. Wer möchte, kann auch so gerne meinem Partner Instant Gaming vorbeischauen. Vertreibt Spiele-Keys, Guthabenkarten, Mitgliedschaften zu richtig geilen Preisen, Bestseller, PlayStation-Guthabenkarte, zum Beispiel die 50er für 41,79. Wer mich unterstützen möchte, muss über die Links in der Videobeschreibung einkaufen und nun schauen wir uns die ganzen Schwerter an, die es eben in Velen gibt. Insgesamt zeige ich euch 5 Silberschwerter und 7 Stahlschwerter. Geht nicht nur auf die Werte, sondern auch auf die Optik, sind richtig coole mit dabei und der Unterschied ist von den Werten gar nicht so riesig. Ich beginne mit den Silberschwertern. Als allererstes wäre da die Mondklinge. Sieht richtig cool aus. Meiner Meinung nach hat eine sehr spezielle Optik und auch sehr gute Werte. Viele Boni drauf und auch 3 Slots. Außerdem bekommt man diese Waffe sehr easy. Ihr könnt einfach hier an diese Location hin und dort befindet sich eben ein versunkener Schatz. Ihr müsst Level 4 Gegner ausschalten. Kann man relativ früh natürlich dadurch auch holen und müsst einfach den Schlüssel erst rausholen aus der Leiche und dann könnt ihr die Truhe öffnen und bekommt die Mondklinge raus. Das zweite Silberschwert heißt Maugrim, sieht ein bisschen schlichter aus, hat auch nicht ganz so viel Werte wie gerade eben die Mondklinge, lohnt sich aber trotzdem abzustauben, wenn man gerade eben eine gute Waffe benötigt, hat auch 3 Slots und die bekommt ihr ganz oben links in Velen, sind dort maximal Level 10 Gegner unter Wasser, kann man easy mit der Armbrust abschießen und dann eben aus der Truhe sich das Silberschwert rausholen. Das dritte Silberschwert ist brutal. Ich finde, es hat eine richtig coole Optik. Sieht auch ein bisschen spezieller anders aus. Und die Werte sind echt gestört. 5 verschiedene Boni hatte ich dort drauf. Und auch 3 Slots. Dieses Schwert bekommt ihr hinter einer Quest. Ihr solltet so, sie ist Level 10 die Quest. Also Level 7 sollte man schon sein. Ihr könnt es aber auch früher versuchen. Und zwar in dieser Location müsst ihr einfach hin, die Quest annehmen. Und ihr müsst dort eine, sie heißt die lustige Witwe. Ihr müsst am Schluss diese Witwe töten. Das ist ein Boss. Und der droppt euch dann die Waffe, lohnt sich auf jeden Fall abzustauben. Schwert Nummer 4 heißt Diven, richtet sich von der Optik her an eine Hexerausrüstung, sieht da ziemlich ähnlich aus, finde ich, hat aber auch einen coolen Look. Von den Werten her ist es jetzt von den Boni nicht ganz so stark bei mir gewesen. Wenn ihr euch's holt, schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie viel Boni ihr drauf habt, da bin ich echt gespannt, ob es da größere Unterschiede gibt. Hat auch 3 Slots und skaliert natürlich auch mit eurem Level, deswegen lohnt sich's abzustauben. Ihr bekommt es in der Nähe von der Reuseninsel, drunter ist nochmal eine kleinere Insel, dort einfach mit dem Boot hinschippern und ihr müsst dann an einer toten Leiche den Schlüssel aufnehmen. In dem Wasser sind sehr, sehr viele Truhen. Ich glaube, insgesamt kann man da 5 bis 6 Truhen im Wasser finden. Kriegt auch noch andere Rezepte, Manuskripte und sonstige Sachen und eben in der einen Truhe ist das Schwert. Das fünfte und letzte Silberschwert geht richtig ab. Von der Optik her ist es sehr unscheinbar. Nicht besonders meiner Meinung nach, aber von den Werten war es bei mir richtig krass. Ihr seht es auch hier, Igni ist mit dabei, Chance auf Bluten und sogar 7% Bonus Gold. 3 Slots natürlich, heißt Günvael 8, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und bekommt ihr oben in Velen bei einem Level 15er Gegner, an einem Schatz. Den müsst ihr ausschalten. Vielleicht schafft ihr es auch, dass er euch nicht sieht und ihr könnt
so die Truhe looten, geht ran und holt euch das Schwert. Nun zeige ich euch, die Stahlschwerter sind ein Tick mehr wie die Silberschwerter, haben eine krasse Optik, aber auch verdammt gute Werte. Wenn ihr da ein neues Schwert benötigt, dann solltet ihr auf jeden Fall auf die zurückgreifen. Das erste Stahlschwert heißt Ultimatum, mega krasser Name und auch verdammt geile Optik, sehr speziell, ich finde es sieht einfach ultra cool aus, ich glaube nicht ein Hexerschwert geht in die Richtung und die Werte sind auch verdammt gut, ihr seht hier, was dieses Schwert alles an Boni drauf hat und natürlich auch drei Slots bekommt ihr auch natürlich wieder in Wählen auf der linken Seite, dort ist eine Schatzsuche, die Gegner ausschalten, die Schatzsuche starten, dann müsst ihr einen Tick weit weglaufen und an eine Schatztruhe hin und dann holt ihr euch das Schwert einfach raus. Schwert Nummer 2 ist mein persönliches Highlight. Ich finde, es sieht ultra cool aus. Sehr spezielle Optik, sehr filigran gearbeitet, eben mit diesen Rundungen. Ja, kein komplett gerades Schwert. Mega coole Sache. Heißt Prinzessin Xenitas Schwert und hat auch gute Boni drauf. 4 verschiedene, 3 Slots bekommt ihr mittig in Wählen. Ist ein Schatz, eine Truhe, die ihr einfach nur öffnen müsst. Dort wartet aber ein Level 13 Gegner auf euch. Schwert Nummer 3 bekommt ihr sehr leicht, hat einen riesigen Knauf unten dran, ist so das Merkmal meiner Meinung nach am Schwert. Auch die Klinge hat eine besondere Struktur und es hat auch wirklich sehr gute Werte. Rüstungsdurchbohrung ist drauf, kritische Trefferbonus bei 30% ist echt richtig nice. Natürlich auch 3 Slots bekommt ihr auf der rechten Seite in Wählen und ihr müsst hier Level 4er Gegner ausschalten und müsst euch dann mehr oder weniger einfach den Schatz holen oder den Schatz finden und das Schwert aus der Truhe rausholen. Das vierte Stahlschwert heißt Blade 8, hat eher eine rundere Optik. Ein besonderes Highlight ist hier die Klinge, denn die ist wirklich sehr speziell, ist in der Mitte auch ausgespart, ja, hat Löcher drinnen und auch von den Werten her passt natürlich wieder 4 verschiedene Boni drauf. Wir haben 3 leere Slots und dieses Schwert bekommt ihr auch mittig in Wählen. Habt, glaube ich, ein Level 14er Gegner vor euch und müsst dann einfach nur die Schatztruhe looten und könnt euch dieses Schwert holen. Als fünftes habe ich jetzt hier die Klinge von Tyr Tochner. Sieht ähnlich wie 2 andere Schwerter aus. So eine Combo seht ihr auch hier an der Klinge. Ist eben auch wieder so ein bisschen ausgehöhlt in der Mitte und hat eben außen diese Rifflung. Von den Werten ist diese Waffe echt krass. Sie hat zwar nicht ganz viel Wert und nicht so ganz so viel Slots, aber wie hoch die Werte sind für die Stufe 7, wo ich jetzt hier gelootet habe, ist echt krass mit 50% und 35% Chance auf Blutung. Wer auf jeden Fall eine gute Waffe braucht, sollte sich die abstauben, bekommt ihr auf der linken Seite in Wählen und soweit ich weiß, war da gar kein Gegner zu finden, bekommt man auch sehr leicht, müsst nur tauchen und unter Wasser findet ihr einen Schiffswrack, mehrere Truhen und in einer ist eben dann das Schwert drinnen. Stahlwaffe Nummer 6 ist Art Ain, hat eine richtig geile Optik, vom Griff eher ein bisschen schlichter, aber bei der Klinge ist sie eben auch so gewellt und ich finde, sie sieht echt cool aus. Von den Werten hat sie nicht ganz so viele, aber 15% auf Igni ist auf jeden Fall krass. Ich denke, einige spielen auch mit Igni, deswegen habe ich das Schwert auch mit reingenommen. Lohnt sich auch abzustauben und bekommt ihr ganz unten in Wählen bei einem Level 15er Gegner. Kann ein bisschen härter sein, ist so eine Erscheinung und da müsst ihr auf jeden Fall mit Jirden arbeiten und als Belohnung hinten in der Truhe bekommt ihr dann das Schwert raus. Schwert Nummer 7 heißt Carabella, finde ich, sieht sehr schön aus, mal auch wieder eine ganz andere Optik, ist eben so ein Elfenschwert, von den Werten nicht ganz so krass, hab's auf jeden Fall jetzt hier mit der Optik reingenommen, müsst mal schauen, wenn jetzt ihr lootet, ob ihr andere Werte drauf bekommt, kritische Trefferchance ist auf jeden Fall ganz nice mit 9% und Einfrieren leider nur bei 2%, ansonsten natürlich auch 3 Slots wieder mit dabei. Das Schwert bekommt ihr auf der rechten Seite in Wählen und zwar bei einer Quest. Nehmt ihr einfach am Questboard an. Das Ding aus dem Sumpf ist Level 12 die Quest. Müsst natürlich in den Sumpf gehen, mit jemand sprechen und dann müsst ihr einen Nebling töten. Ist auch ein Boss-Monster und wenn ihr das besiegt habt, dann bekommt ihr aus dem Leichnam eben das Schwert raus. Das waren soweit die Top 12 Reliktschwerter in Wählen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer mehr Content sehen möchte und top, kann auch gerne bei TikTok vorbeischauen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort gibt es auch noch kleine Guide-Tipps-Videos zum Spiel, die es jetzt hier so auf YouTube nicht gibt. Das war soweit vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sieht man sich natürlich im nächsten Video. Könnt auch gerne mit einem Abo dabei bleiben. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.